wenn man sich hier gerne Polygonpixel und was weiß ich, was das hier sind, angucken will, das hat man jetzt einfach nur Eier holen jetzt, die Chance dazu. So, und weil ich ja wieder, mir fällt so viel jetzt gerade ein in dieser ganzen Zeit. Also erstmal werden wir jetzt nicht Eier sammeln, ich werde jetzt erstmal schön grillen, wenn die anderen hier vorlaufen. Und weil ich das vergessen habe, es tut mir leid, die letzte Aufnahme war halt gespult. Unsere Fähigkeiten, die wir jetzt haben, sind erstmal, dass wir erstmal voll auf die Fresse kriegen. Ich wollte dich bespielen. Ach so, danke schön. Aber die anderen laufen weg. Gibt's doch nicht. Na, lauf hinterher. Ja, mach ich dann. Wir haben Anti-Dieb drin, was bedeutet halt, dass wenn uns jetzt die Katzen, die Mallings anspringen, verlieren wir nichts mehr an Items. Wir haben Erholung hoch, das bedeutet, dass unsere Leiste oben, wenn die ins roten Bereich geht, erholt die sich halt schneller. Also ne, die Gesundheitsleiste oben kann, wenn man ein bisschen was verliert, einen roten Bereich kriegen. Der erholt sich halt nach einer Zeit und durch Erholung hoch geht das Ganze schneller. Dann haben wir Verteidigung plus und doppelte Lähmung. Der Autoblock, der hier steht, ist von dem Amulett, das wir tragen. So, wurde ich gerade wieder gefragt, ob ich komme. Nein, es geht um Ian, weil sie beschützt ja ihre Eier. Das schreibe ich auch mal hin. So. Jetzt bist du ein bisschen blöd, ne? Ich hätte einen Donner. Oh nee, Quatsch. Ist doch richtig. Ja, ist, also richtig es ist donnert, zwar, ist ja eigentlich primär gegen Drachenelement empfindlich, aber sekundär gegen Donner, also. So. Ich schreibe jetzt mal den Leuten, damit sie sich nicht wundern, was ich hier mache. Einfach mal nur so. Ups. Weil ich's kann. So, und wenn ihr jetzt die Sprinten-Taste gedrückt haltet, bei mir ist es die R-Taste, weil mich das schon in der letzten Monster Hunter, im letzten Monster Hunter Let's Play wurde das gefragt, wie ich denn zwei Fleischdinger grillen kann. Ganz einfach, ihr haltet die Sprinten-Taste gedrückt und jetzt drückt ihr den Grillspieß, haltet aber während des Ganzen immer noch die Sprinten-Taste gedrückt. Und dann sieht das Ganze halt so aus, ne? Pam, 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 pam. Ist das Fleisch verkohlt? Das schenke ich der Key. Vielen Dank. Oh, was ist denn das? Ich glaube, ich bin ein bisschen aus der Übung. Ey, ich drück doch immer schon vorher. Aber ich mach einfach nach der Musik. Pass auf. Man muss jetzt einfach nur nach der Musik drücken. Was ist das denn? Das ist ja langweilig. Stimmt. Nur wenn du redest, hörst du die Musik halt nicht. Doch, ich krieg das mit dieses Ding, 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 Ding. Gut, dann ist das hier ein bisschen leichter gemacht. Weißt du, ich habe demnächst mein Fleisch braten darf. So. Ach hier, pass auf, der Gundolf ist dabei. Nicht Gundolf! Gibst du ihm jetzt das verkohlte Fleisch? Natürlich! Nimm's nicht persönlich. Er meint das nicht so. Es ist nur Spaß. Oh, ihr seid schon fertig. Ach Mensch. Ich hätte gern auch ein Ei genommen. Das ist ja traurig. So, aber ich hau dir mal hier die Yaggies weg. Das ist ja auch sehr freundlich von dir. Aber ich hätte es, glaube ich, auch ohne geschafft. Danke. Hättest du auch, weil du auf... Oh, was ist das denn für ein fremdes Monster? Das kenne ich ja gar nicht. Schnell abhauen, da ich ein kleiner Feigling bin. Okay, komm, wir hauen jetzt einfach mal drauf. Das ist übrigens Ratian, die lernen wir noch im regulären Let's Play kennen. Auch mit den ganzen Informationen hier, wo die Schwachstellen sind und sowas. Und wie man am besten draufhaut. Mit welchem Element, das habe ich ja schon ein bisschen jetzt anfangs erklärt, aber die... detaillierte Beschreibung folgt noch, wenn wir das erste Mal offline gegen sie kämpfen. Deswegen mache ich halt nicht so gerne die neuen Monster, weil jetzt schon wahrscheinlich für Monster Hunter naja, wie soll man sagen, Anfänger vielleicht, die dieses Let's Play gucken, die erwarten ja von mir, so denke ich das zumindest. Hier ist übrigens das exzellente Fleisch. Sehr schön. Wie die Kida schon erwähnt hatte, dass wir das ja hier kriegen auf der Eierquest. Ja, für Monster Hunter Neulinge, die fragen sich wahrscheinlich, so glaube ich das, was ist denn das für Monster, was kann das und wie kann man das besiegen? Wenn ich dazu keine Information gebe anfangs, ist irgendwie doof. Meines Erachtens. Ja, jeder so wie er es mag. Gut, jetzt nackig machen.
Schreibe ich auch. War irgendwas wegen Waffe jetzt speziell? Es stand nur drin, dass wir alles, alle Amulette und alle Rüstungsteile ausziehen sollen. Na gut. Lol, geiles Endbild, sagt er. Oh, wird geil, etwa zensiert? Immer noch. Wenn du genau überlegst, wurde es damals schon in Monster Hunter PlayStation 2 zensiert. Auch Kut Q, wenn du Kut eingibst, okay, wird es auch zensiert. Schon ein bisschen hart. Oh, ich habe Gundolf nur ein verkohltes Fleisch gegeben. Naja, hat er nochmal Glück gehabt, dass ich mich da ein bisschen geirrt habe. So, war aber nur Spaß, ne? Gundolf, wenn du das siehst. Oder Gandolf, wenn du das siehst. Das ist nicht ernst gemeint. Also er heißt jetzt bei mir Gunny. Oder Gunny. Gunny ist gut. Gunny und Jackson. Jackson. So, aber nicht zu verwechseln mit Michael Jackson. Ja, der weist uns auch nochmal darauf hin. Deswegen antworten wir auch nochmal so. Wir müssen uns jetzt nackig machen. Oh, was gibt es? Was Bufangos? Soll ich da meinen Feuerhammer wieder mitnehmen? Jagdhorn. Ja, sagst du mal Hammer, ne? Na, ja, ist egal. Ich habe immer früher mit Hammer gespielt in Try und ist ein bisschen schwierig. Bin sehr froh, dass es wieder das Jagdhorn gibt. Eigentlich liebe ich das Jagdhorn. Aber für mich ist es auch immer noch ein Hammer. Man kann die ja auch umbenennen, ne? Glaube ich hier, die Rüstungssets. Kann sein, ja. Ja, wie ging denn das? Auswechseln. Vielleicht heißt es einfach nur Set. Ich weiß, dass man die irgendwie umbenennen konnte. Naja. Ist auch egal. So, ich muss aber jetzt kurz mal meine ganze Ausrüstung ausziehen und dann als Extra-Set machen. So, auch Talisman, ne, hast du abgelegt. Oder hast du den noch, weil dann kannst du sonst nicht mitmachen. Ich hab den abgelegt, bin doch nicht doof. Nur ich manchmal. Frag doch nur nach, guck mal hier. Kennst du uns schon mit Toller Tolle? Oha. Also Ausrüstung auflisten. Hier, Satz 3 mache ich jetzt mal einfach mal so auf die Schnelle, falls wir die mal wieder machen wollen. Dann haben wir jetzt auch hier den dritten Satz, das dritte Set. Teil, was du brauchst, 2. Für die Cha-Cha-Maske. Achso, brauchen wir 2. Zweimal diese Eier. Exzellentes Fleisch, ja. Okay. So, hier sind wir jetzt nackig und dann öffne ich jetzt mal die Bulfango-Quest. Und da steht nochmal als Bedingung, entferne alle Rüstungsteile und Talismane zum Startbeitritt. So. Er hat das schon aufgemacht, habe ich gar nicht gesehen. Hä? Er hat doch gar nicht aufgemacht. Oder? Gundolf hat schon. Achso. Nee, irgendwie, ne? Nee, es verwirrt. Ging darum, dass Jackson sich noch ausziehen muss. Ja. Ich finde die Unterwäsche der Männer immer noch etwas seltsam. So, das ist immer eine dieser lustigen Events, die ich schon damals sehr gemocht habe. Ich freue mich ja schon, falls es wieder irgendwann Mini-Monster gibt. Okay, wenn es wieder Mini-Monster gibt, da war es ja auch schon recht witzig, die zu bekämpfen. Mini-Uragan beispielsweise. Und, guck mal hier, wie die Chachas von uns beiden, also Chachas nicken. Und Kayambas tanzen so komisch, ne? Die tippeln so hin und her. Ja, Kayambas sind auch so ein bisschen möppeliger. Ich glaube, ich finde Kayamba süßer als Chacha. Kayamba hat doch einen Muschelschweif, ne? So wie ich das jetzt sehe, so eine Muschel hinten dran. Während Chacha den normalen Schweif hat, ne? Ach nee, er hat ja dieses komische Sake-Behältnis. Ah ja, genau. Den hat er ja da dran. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, hier Events, wo man sich nackig machen muss, um gegen die Monster zu kämpfen, finde ich auch immer recht witzig. Recht lustig gestaltet. Ja, alle sind fertig. Bei mir blinkt es auf dem Pad immer nicht sofort. Ich weiß immer nicht, ob ich das... Also bei mir blinkst du. Bei mir hat es eben gar nicht geblinkt, bei keinem. Ja, aber ich sehe es ja, ich höre es ja und sehe es ja, gut, wenn alle fertig sind.
So Balken mit Bulfangos. Bulfangos sind ganz witzige Monster. Wenn ich an Bulfangos denke, muss ich an unseren, ja, damaligen Abenteuer denken von mir und dem Draken auch. Da war es nämlich so, dass wir immer den Spruch gebracht haben, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Fango her. Wir haben die Bullfangos nämlich nur noch Fangos genannt. So, ich brauche ein bisschen Renoplasculpt, deswegen ritze ich mir die mal hier so ein bisschen raus. Mach das mal. Und, also, Draken, wenn du das hörst, er vermisst dich. Ja. Draken, komm zurück! Obwohl das ein bisschen, für die Zuschauer, die freuen sich wahrscheinlich, dass Draken nicht mehr dabei ist, weil dann könnt ihr nur noch einer mitmachen, weil wenn ich dann eine Online-Aufnahme mache mit dir und Draken, kann nur noch einer der Zuschauer hier mal davon abgesehen, online mitbalgen. Möchte ich hier mal an der Stelle sagen, dass Draken und ich niemals zusammenspielen werden. Ob er jetzt noch hier wäre oder nicht, wäre das nie zustande gekommen. Oh, Verzeihung. Ja, also, die scheinen wohl persönliche Differenzen zu haben. Gehen wir halt nicht näher drauf ein. Nee. Muss ja auch nicht sein. Wir wollen hier spielen, wir wollen hier... Ich wollte dir nur sagen, dass trotzdem noch zwei mitgekommen wären. Achso. Da du dann einen auf zickig gemacht hättest und gesagt hättest... Nö. Richtig. Heute nicht. Heute ist nicht alle Tage. Draken ist für mich eine Plage. Oder so ähnlich. Naja, ist ja keine Plage. Nur Draken. Hä? Okay. Gut, ich gehe nicht näher drauf ein. Wir hatten mit Draken bisher keine Problemchen hier im Spiel, außer dass er halt ab und zu still war. Das war das Einzige, was mich ein bisschen aus dem Konzept. Ja, Martin hat's auf dem Schlachthof. Da stimme ich dem gar niemals zu. Der Martox wollte auch schon immer Metzger werden. Ja, natürlich. Sein Traum. Metzger vom Feinsten. So richtig schöne, blutige Hände. Und schön Fleisch. Ich freue mich aber auch schon mal damals immer schon geübt, meinen Satz, den ich sage. Wie viel Fleisch hätten sie denn gern? Oder darf es ein halbes Pfund mehr sein? Da bin ich mir noch unsicher. Ach, die Schweine sterben so schnell. Die Bulfangos sind irgendwie nicht mehr das, was sie mal waren, nee, ne? Ehrlich. Aber es ist schön, dass sie mal wieder drin sind, also. Muss ich jetzt ja mal ehrlich zugeben. So, ich habe mich umentschieden. Das schreibe ich den beiden jetzt auch gleich. Ja. Wir machen anschließend die Eierquest und dann wieder Barot, weil die ist voll langweilig. Ich habe mir bei dem Bulfango-Event irgendwie mehr versprochen. Ich habe gedacht, dass man hier von den Bulfangos richtig in die Mangel genommen wird und kaum Möglichkeiten hat, die umzuboxen, aber... Das wär's doch mal. Gleich alle 20 Bulfangos hier drinne. Ja, das wäre doch mal eine Herausforderung. Ja. Und 50 obendrauf. Also 50 weitere Bulfangos. Oh Gott, da hat jemand eine simple Blitzbombe hier geschmissen. So, ich habe Renoplasculpt jetzt, denke ich mal, voll. Das heißt, ich könnte jetzt mit dingsen. Kommt mir das nur so vor, da sind die Reno so kleine Schauspieler? Also wenn sie sterben, brauchen sie so ewig, bis sie tot sind? Ach, Jungs. So, ich habe mal ein bisschen Klartext hier geschrieben, ne? Da wir jetzt hier irgendwie nicht so wirklich Beschäftigung finden. So, und bei der nächsten Eiersammel-Dings mache ich auch wirklich mit. Da schnappe ich mir auch ein Ei. Weil dann kann nämlich die Kisara nebenbei uns ja begleiten mit dem Jagdhorn und dann diesen Ausdauerverlust oder was das da war. Oder Bewegungstempo, ja, war das, ne? Ausdauerverlust nichtig. Genau, dann kann uns die Kisara nämlich mit dem Jagdhorn begleiten. Und jetzt weiß ich auch, jetzt wird mir einiges nämlich hier wieder klar, auch wenn jetzt vielleicht keiner weiß, was ich meine. Als ich an der Übersetzung der Tabelle saß, dieser Kombinationsliste, ist mir aufgefallen, es gibt ja dieses Hunting Horn. Das, was jetzt hier auf Deutsch Feldhorn heißt.
Ich hatte es immer gewundert, warum die das nicht bei Jagdhorn belassen haben, aber jetzt wird mir wieder einiges klar. Ist ja logisch, wenn es die Waffe Jagdhorn gibt, können sie nicht einfach Nightim auch Jagdhorn nennen. Nee, richtig. Aber damals hieß es Jagdhorn, deswegen. Ja, ich darf ein Bullfango töten, juhu. Ja, ich treff's nicht, ja, geil. Hm. Toll. Toll, Gunny, toll gemacht. So, der auch die Tröte. Der Gunny kann gut mit Schild und Schwert. Hier, ne? Wir gehen mal kurz zu der Key. Spiel mal ein bisschen was. Hört euch mal das Getröte an. Ich muss weggehen. Das ist irgendwie recht witzig. Macht's ab und zu. So. Wenigstens darf ich wieder einen Renoploss hier umbringen. Wurde geschubst. Wir dürften es übrigens in dieser Aufnahme schaffen. Ich brauche mehr Skalp. Verdammt, ich habe schon wieder aufgehört. Ich habe nur 2 Skalp gesammelt. Ich brauche ja viel, viel mehr für die übrigen Rüstungsteile. Ich habe nur an 1 gedacht. Aber wir dürften es hier in dieser Online-Session so gesehen schaffen, die komplette Rüstung zu kriegen. Die Barod-Rüstung in Schützen-Style, so gesehen. Und dann können wir Gobul machen, da wir schon den Pekko-Bogen haben. Und wie man ja gesehen hat, vielleicht auch hier schon in der Online-Aufnahme, der Jackson hat uns ja gefragt, ob wir schon den Pekko-Bogen haben. Deswegen habe ich mich auch wieder umgezogen in der letzten Aufnahme, weil ich mir das schon dachte, dass die Leute das dann schon sehen. Ich möchte auch hier niemanden spoilern. Aber niemandem ist aufgefallen, dass ich jetzt die Azuras komplett hatte. Da hat keiner genau hingeguckt. Ja, na ja. Außer die Key, die hat's gesehen. Die wusste das. Ja, fällt ihm ja sofort auf. Ja, also ihr Frauen, ne? Ihr wollt immer, dass man sofort als Mann sieht. Ich habe nie verlangt, dass man das macht. Noch nicht. Werde ich auch nicht. Okay. Das stimmt gar nicht. Ja, du hast schon 2-mal auf ein Monster ein bisschen eingeprügelt. Richtig. Ich schreibe ihm das mal gleich mal hin, dass ich hier, so, damit wir das mal hier klarstellen. Da, siehst du, ich habe auch das letzte getötet. Ja, genau. Da warst du voll dabei, ne? Im Übrigen, deine Frisur ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe gleich Lust, so ein bisschen Rockabilly-Musik zu hören. Ja, ich bin der Vorfahre hier von Elvis. Ah, na klar. Und das ist nämlich damals so gewesen, hier im Monster Hunter. Wir spielen ja hier eine andere Ära und so, also ein anderes Zeitalter, ist ja klar. Und da ich immer mit der Key unterwegs war, habe ich halt die Musik von dem Huntinghorn gehört. Und irgendwann habe ich dazu getanzt. Das fanden die Leute so toll und dachten, das ist meine Musik. Und dann haben sie mich zukünftig Elvis genannt. Weil ich mir das gerade ausgedacht habe. Genau. Genau. Los hier, renn mich an, wie in den alten Tagen. Fango-mäßig, komm. Du kannst das. Los. Die brauchen ewig, bis sie mal losstürmen. Oh, hat das Angst oder so? Wir haben seine Kumpels getötet. Ich hätte auch Angst. Guck mal, es ist zuppelt so ein bisschen rum. Okay, vielleicht weil die Quest beendet war, haben sie nichts mehr gemacht, ich weiß es nicht. So, was kriegen wir denn hier raus? Hier kriegen wir einen Medaillengutschein. Bullfango-Pelz. Knochen hier. Knochenhülsen. Monsterknochen. Das hat sich ja gelohnt. War cool, was man mit den Gutscheinen kann. Ich habe die Quest nämlich auch noch nicht gemacht, die Event-Quest. So, wir machen jetzt nochmal Eier sammeln, würde ich dann mal behaupten. Damit du Chachas Maske machen kannst? Genau. Gut. Und anschließend... Ich gehe mir erstmal wieder anziehen. Ist ein bisschen fröstelig hier. Ja, finde ich auch. Und anschließend machen wir nochmal ein bisschen Barod. Wenn es für die Leute in Ordnung ist, natürlich nur. Wo die eh, glaube ich, nicht so wirklich dagegen sich entscheiden würden, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die... Da werden sie mir jetzt zustimmen oder nicht, das wirst du dann ja sehen. Ja. Ich glaube, sie freuen sich einfach mit dir zusammen zu spielen. Ja, ich habe Freunde, ganz, ganz viele. Jetzt habe ich wieder Fleisch mitgenommen, bin ich blöd. 2 Freunde.
Na gut, 3 Neko zählt noch dazu. Ja, hier, ne, macht man nicht weniger, als ich verdiene. An Freunde. Achso, verdammt, ich habe jetzt gar nicht Lagis Hammer mitgenommen. Jagdhorn. Gewöhnt euch dran, das passiert wahrscheinlich ein bisschen öfters, aber ist ja egal, ich habe ja auch ab und zu so Verwechslung drin zum Beispiel. Und ich weiß, falls ihr das jetzt in der Folge geschrieben habt, ich habe immer gesagt, seltener Schnabel von Kuropeko, dabei heißt das seltsamer Schnabel. Es ist ein S-E-L-T und ein S dahinter, selts, Punkt. Das heißt dann wohl oder übel seltsamer Schnabel und ich habe immer seltener Schnabel gesagt. Hab ich aber, auf jeden Fall ein Schnabel. Habe ich aber korrigiert in der Videobeschreibung, denn jede Folge, wie wer es noch nicht bemerkt hat, hat eine kleine Kurzinfo, was da passiert. So, ich wollte jetzt eigentlich hier Rüstung machen, ne? So, was hat uns denn noch gefehlt von Barot? Die Barot-Kappe, ne? Ja, da brauchen wir jetzt wieder Barot-Rückgrat. Ne? Also nicht verwechseln hier, manche sagen ja Rückgrat, aber das stimmt ja gar nicht. Die Weste haben wir schon, das weiß ich. Die Handschuhe fehlen uns noch, ne? Genau. Ich muss kurz nochmal, Entschuldigung, wenn es jetzt hier ein bisschen dauert, ich muss kurz mal zur Truhe, ich muss mir die Barot-Rüstung ganz kurz mal sortieren. Auch wenn ich das sonst immer offscreen mache, aber ich weiß gerade nicht, was uns fehlt, deswegen. Wie? Hat sich aufgelöst. Was jetzt passiert? Ach, Gutschein eingelöst. Ach, Mann. Ich habe das nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ach, guck, wir haben nur 2 Teile. Ach, Mensch. Wir haben nur die Brust und das Tassé, also Waffenrock und Weste. Wir brauchen noch Handschuhe, Helm und Schuhe. Dann gucke ich mal kurz nach, ob wir eins der Teile schon machen können. Nicht Waffen, bitte, Rüstung. So, Beine. Ja, können wir uns gar nichts bisher machen. Brauchen wir ein bisschen was vom Barot noch. Okay. So, welche Quest wurde jetzt geöffnet? Wurde überhaupt eine geöffnet? Ich sehe keine. Quest wurde geöffnet. Okay.